Papier, Papier, Papier. Und auf dieser Party tauchte auch plötzlich ein Dreijähriger mit einer Blechtrommel auf, der die Partygesellschaft umrundete und sich durch nichts aus dem Konzept bringen ließ. Günter Grass war ein großer maritimer Träumer. Die Ostsee, die baltische Pfütze, wie er sie nannte, spielt eine Riesenrolle in seinem Romanwerk. Wir sind hier an einem der Orte in Lübeck, die am meisten einen Bezug aufweisen zu Danzig, der Geburtsstadt von Günter Grass. Aber der Roman, die Blechtrommel, spielt ja in einer Vorstadt, eben der Vorstadt, wo sowohl die Familie Grass wie die Familie Mazerat einen Kolonialwarenladen betreibt. Skat ist ja ein ganz wichtiges Leitmotiv im Roman Die Blechtrommel. Das Skatspiel reflektiert in seiner Aggression den Verlauf des Zweiten Weltkriegs. Und er hat immer Wert darauf gelegt, die wunde Erinnerung offen zu halten. Das war es, was ihn so oft zum Dichter mit dem mahnenden Zeigefinger machte. Was Heimatlosigkeit bedeutet, das hat Günter Grass am eigenen Leib erfahren. Er hat sich, wenn man so möchte, mit der Blechtrommel, ja mit seinem gesamten Werk, eine Heimat erschrieben. Mein Lieblingskapitel in der Blechtrommel ist, wo er einen Zwiebelkeller beschreibt. Dorthin gehen die Nachkriegsdeutschen mit der berühmten Unfähigkeit zu trauern und schneiden Zwiebeln auf, die sie zum Weinen bringen, um auf diese Weise Furcht und Schrecken des Zweiten Weltkriegs endlich betrauern zu können. Die Blechtrommel lesen, das ist so ähnlich wie Schiffsschaukelfahren, nur eben Literatur. Es ist ein wunderbares, bis in die letzte Körperzelle vordringendes literarisches Glücksgefühl, das für mich von diesem Roman ausgeht. Und das macht die Bedeutung der Blechtrommel heute aus.